heute ins Laboratorium und den Generator zerstören. Ice Cream 8. Ja, wir sind back. Hi, Sister Madeline. Ich denke, jetzt können wir auch die Leiter hochkraxeln. Also, die hier. Kann man da von da theoretisch lang? Ich glaube schon. Müsste in der Theorie gehen. I hope. Krokodil. Schlafi, schlafi. Sehr schön. Ja, ja, Küche, Labor. Labor. Und da hoch will ich. Ja, ich will hoch hinaus. So to say. Garage. Ja, nach oben. Lass mich da rauf. Und da konnten wir beim ersten Mal nicht rauf, weil wir ja eine andere Mission eingestellt haben. Oh, wow. Okay. Pingebelt. Okay. Oh, die kennen wir ja noch. Aber die ist vereist. Bis auf den Kopf. What's going on here? Oh oh. Schießt die? Nicht sicher, ob mir das gefällt. Okay, die schaut nur. Okay. Bast, 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 bast. Aber hier ist alles zu. Hier ist alles zu. Gelesen die? Hi. Okay, du tu. Ja, okay, wir sind ja auch im Geist. Wir sind ja auch sehr geistreich heute. Grüß dich. Grüß dich. Elektronisch verschlossen. Oh Gott, was haben die hier alles angestellt? Was haben die hier gemacht? Oh Gott, hier haben wir ja die ganzen Sachen noch. Ja, das kennen wir noch aus dem früheren Chapter. Da kann man hochgehen. Lüll. Das ist nicht alles. Nichts Wichtiges. Aha. Ah, das muss ich aber zum Glück nicht mehr machen. Zumindest hope ich das. Auf. Auf I. So. Wenn es mir gefällt, gerne meinen Kanal abonnieren, während wir hier im Laboratorium rumrennen. Und schauen, dass wir wieder was deaktivieren können. Oh lol, kann ich das hier wegschieben? Ja. Hm, ich glaube, wir haben gefunden, oder? Hey, guys, I think I found one of those things. It's a workshop with a computer. Hacke das zentrale System des Generators, um es zu deaktivieren. Ah ja, wenn's nur das ist. Wenn's nur das ist. Was haben wir hier alles? Sprich mit Jay. Ist es wie unser Safe Room sozusagen jetzt? Yep, ja. Hilf ihr zuerst, damit Mike dir zuhört. Hol mir diese zwei Sachen. Was haben wir? Kuchen und irgendwas Number 8. Ja, Kuchen. Achso, nee. Blöd. Das war jetzt kurz wegen dem Overlay. Zwei Flaschen. Okay. Die Zutatenzeichnung habe ich, aber... Achso. Was bitte Jay, eine der Zutaten zu finden? Wechseln wir jetzt zu Jay? Beschreibe Jay eine der Flaschen. Keine Ahnung. Schraubverschluss. Ich sehe, da sind nur Kuchen, weißt? Ich sehe halt da nur einen Kuchen. Ein merkwürdiger Blitz? Nein. Flaschengeist, keine Ahnung. Roger that. Hat das passt? Ich glaube nicht. Nee, es war auch nicht wie eine Pyramide. Sorry, I couldn't find it. Jay, I need your help. Aber heißt ja nur eine der Zutaten. Okay, ja, dann machen wir das mit der 8. Oh, jetzt! Und das hat jetzt was bewirkt? Ah! Ah! Siehst? Hier haben wir Zutat Nummer 1. Haben wir schon mal Nummer 1. So. Jetzt muss ich das Spülmittel finden. Okay. Ich denke, wir können hier wieder raus. I think. Finde das Spülmittel. Irgendwo wird das schon sein. Dose mit Teilen. Da bestimmt da drin, oder? Das wäre. Ja. Hm. Nichts Interessantes drin. Ja, hi, Mini-Rod. Gehen wir nicht den Weg um. Bam, bam. Das ist 100 Pro hier irgendwo drin, weißt? Und ich weiß halt nicht wo. Hä? Das brauche ich jetzt gerade nicht. Das brauche ich jetzt gerade nicht, Kollege. Warte, warte.
Aber ich kann das mal kurz hier hinschmeißen, weil vielleicht brauche ich das noch. Vielleicht. Vielleicht ist es auch am Anfang von dem Bereich. Oh, hi! Rod? Grüß dich. Oh, war das mal hier? Ah, warte. Oh, wer ist das hier? Was? Hier mal ein Safe Room eigentlich? Oder so? Egal, ich habe jetzt eine Waffe. Ich habe eine Waffe. Was? Oh, warte mal, geht das theoretisch? Warte, das müssen wir jetzt echt mal kurz testen. Okay. Das bringt nicht. Irgendwas. Was hat die da? Hä? Seht ihr das? Huh. Oh lol. Da ist das Spülmittel. Ah! Okay, jetzt können wir wieder zurück. Jetzt können wir zurück. Zurück. Bei Rod vorbei. Und den Mini-Rods. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Und ich renne wieder falsch. Oder einen Umweg, besser gesagt. Aber ist ja wurscht. Solange wir ans Ziel kommen, ist alles wurscht. Sowas von. Da. Da nehmen wir auch die Kabel. Ganz wichtig. Zack, bub. Götti. Jetzt haben wir die zwei Sachen. Frag Mike, was er braucht, um den Computer mit dem Generator zu verbinden. Während Liz das hier macht. Kabeltrommel. Siehst, wir haben eine Kabeltrommel. Und einen Brenner. Warte, warte, warte. Kabeltrommel, Trommel, Trommel, Trommel. So. Trommel haben wir. Trommel haben wir. Da. Thanks. Hol dir das elektroplasmatische Gewehr. Also kann ich jetzt wieder... Ui. Das ist teilweise ein Backtracking mit Rod. Sozusagen. Ja, komm, da. Auf und zu und tschüss. Ei. Wo habe ich das gleich wieder liegen lassen? Oi. Wo habe ich das liegen lassen? Ja, das müsste ich am Anfang liegen lassen haben. Nachdem ich jetzt wieder eine Ehrenrunde drehe, unnötigerweise. Das muss hier irgendwo liegen. Da. So. Deaktiviere das elektronische Schloss. Welches elektronische Schloss? Wo? Wo? Bin ja auch selten doof. Da war doch ein Schloss. Geht das jetzt auf? Schau mal hier. Ach, da ist der Brenner. Mit dem Rod drauf. Okay, das ist schon irgendwie putzig. Und jetzt rede ich, glaube ich, schon wieder falsch. Wieso kann ich nicht einfach so zurückgehen, wie ich herkommen bin? Wieso kriege ich das nicht hin? Ist es Wurst? Ja, irgendwo am Ende schon. Weil ich meine, alle Wege führen nach Rom und alle Wege führen auch dahin. Ne? Ja. So, auf, auf. Hier. Thanks. Thanks, ja, ja. Hack den Generator. Oh. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Staple die sich bewegenden Codezeilen, um auf den Generator zuzugreifen und ihn auszuschalten. Tippe auf den Bildschirm, um die aktive Zeile zu blockieren und ihn nichts anzuhängen. Wenn sie nicht richtig ausgerichtet ist, verlierst du die Schreibfläche. Also sehr vorsichtig. Ich werde das erstmal das falsch machen. Oh Gott. Ist das wie... Ich sage jetzt aber nicht, das ist wie Tetris. Oder muss ich das einfach nur nach oben... Sag ich, nee, ich muss das einfach nur nach oben bringen. Das, also wenn das alles ist, dann wäre das sehr simpel. Ah, okay. Ja, gotcha. Das war Generator Nummer 2. Und meine Nase juckt. Wollte ich nur kurz erwähnen. Und weil wir schon mal hier dabei sind... Batz. Batz. Geht das auch? Warte, das muss ich testen. Geht das? Ja, das geht. Ach, Gott, das ist mir... Oh, wo ist Rod? Wo ist Rod? Warte. Okay, warte. Das müssen wir kurz testen. Wo ist Rod? Nein, ich kann nicht gehen. Ich muss ein Ziel wählen. Ich kann nicht mehr zu Rod. Geht es bei euch auch? Oh, Gottes Willen. Okay. Ich habe zu viel Spaß gerade. Ihr habt zu viel Spaß gerade. Ach ja, herrlich, herrlich, herlich. Gut, dann lasse ich es jetzt mal gut sein. Jetzt haben wir den zweiten Generator kaputt gemacht. Den dritten machen wir beim nächsten Mal kaputt. Und ich denke, dann kommen wir auch zum Ende. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut.